Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Simbert 4, der Danny Spitters. Wir befinden uns auf der Strecke Tarantarampe Chemnitz Dresden und befinden uns in oder am Chemnitzer Hauptbahnhof und haben heute die Aufgabe, unseren Flughafen Express Richtung Dresden Flughafen zu fahren, beziehungsweise zum Dresdner Flughafen. Für uns ist allerdings am Dresdner Hauptbahnhof Schluss, mangels Strecke. Dort wird das Zugpersonal wechseln und den Zug dann weiter bis zum Flughafen fahren. Ja, das ist heute unsere Aufgabe bei wunderschönem, klaren, freundlichem, sonnigen Wetter an diesem frühen Morgen. Werden wir, wie gesagt, unseren Flughafen-Express Richtung Flughafen fahren. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen noch die Türen und dann haben wir auch schon Ausfahrt. Route habe ich mir schon gelegt. Wir haben grün, wie ihr seht, und ja, ich würde sagen, Foto und dann sehen wir zu, dass wir hier gleich auch wegkommen. Ja, würde sagen, los geht's. Ihr seht es hier, Lufthansa Airport Express. Ein wunderschönes Repaint aus dem Creators Club. Hinten dran noch die Wagen in erster und zweiter Klasse, wie ihr seht. Ich habe mir gedacht, wir nehmen zwei Wagen der ersten Klasse. Und den Rest dann bestücken wir dann mit den Wagen der zweiten Klasse. Alles zu finden im Creators Club. Wenn ihr eingebt BR103, dann so die vierte oder fünfte Seite müsste das sein. Da findet ihr das alles dann hintereinander. Erst die Lok und dann die beiden Wagenklassen. Neun Wagen habe ich hinten dran gesetzt und ja. Irgendwie haben wir noch keine Zuglichter an. Ich weiß auch noch nicht genau so, woran das liegt. Müsste ich nochmal eben nachgucken, während wir die Türen öffnen. Erstmal müssen wir einsteigen. So. Schließen die Türe. Setzen uns auf unseren Poppes. Ich weiß noch nicht so genau, warum wir keine Zuglichter anhaben. So, so ist eine. Müsste ja so auch ein sein. Untere Signalleuchte. Ein. 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 Schlussleuchte. Eine Schlussleuchte braucht man ja nicht. Ich verstehe es noch nicht so genau. Schlussleuchte, Schlussleuchte. Aber das habe ich bei der 103 irgendwie noch nie so wirklich verstanden, warum hier nicht. Egal. Ich verstehe es nicht. Öffnen wir die Türen. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert hat. Das hat funktioniert. Das ist doch schon mal etwas, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich bei so gespawnten Zügen. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was ich noch. Führerstandsbeleuchtung. Ich jetzt wüsste, welchen Knopf man nochmal die Spitzensicht da einschaltet. Richtungsschalter. Das ist nichts. Normal, ja. Jetzt haben wir sie, glaube ich, an. Auf jeden Fall leuchtet vorne. Das ist ein Lichtkegel da. Naja, ich würde sagen, wir schließen einfach die Türen, fahren los. Und schauen uns das Ganze an, ob wir die Türen geschlossen haben. Das ist der Fall. Gut. Dann können wir loslegen. Übrigens, die Taste H ist für die Spitzenlichter verantwortlich. So, auf geht's.
Es flackert, aber irgendwie mit der 103 so, ich weiß nicht, das ist irgendwie ganz komisch mit den Spitzensignalen. Befreien. Fahrmotorlüfter schaltet sich dann auch dazu, wenn man es auf automatisch stehen hat. Sifa. So, auf geht's. Wir sind schon ein bisschen nah dran hier. So, ihr seht es hier auf den Gleisen. Wir haben Spitzensignale an. Aber das ist immer so eine Sache mit dem bei der Lok. Also sie sind an, aber man sieht sie nicht immer. Ich glaube, so kann man zusammenfassend sagen. So, machen wir mal ein schönes Foto so in der Kurve. Das sieht doch richtig schick aus, würde ich sagen. Das sieht doch richtig schick aus. Das sieht doch richtig schick aus. Wunderschön. Wunderschön. So vorbei an dem Betriebswerk, wie ihr seht. Einige abgestellte REs mitsamt der BR-143 dürfte das gewesen sein. Über 10 müssen wir auf Geschwindigkeit kommen hier. Wunderschön. Wunderschöner Sonnenaufgang, einfach nur traumhaft. Wären wir wieder zu schnell. Aber das erledigt sich ja jetzt eh gleich.
Wunderschön, wunderschön. Das fahren wir voll in die aufgehende Sonne rein. Einfach nur traumhaft. Dann 90. War eigentlich. Direkt schon nach 90 gehen. Also komisch, das mit den Schlussleuchten und so weiter. Ich verstehe es nicht. Oder diesem frühen Morgen, diesem 18. Mai 2024, sind natürlich viele Urlauber unterwegs, die jetzt spontan in den Urlaub fliegen wollen, natürlich hier in dem Zug auf dem Weg zum Flughafen Dresden. Von dort aus in die Sonne zu starten. Und wir haben die Aufgabe, die Leute zumindest für sicher und pünktlich an den Dresdner Hauptbahnhof zu bringen, wo sie dann von einem anderen Zugpersonal weiter zum Flughafen gebracht werden. So, 120. Ach, schon wieder 80. Brauchen wir gar nicht beschleunigen. Zu langsam am Ende soll es auch nicht werden. 80 Typ bei mir.
103, 101, Strich 2. Ist auch mal geile Zahlenkombi, finde ich. Sind gleich zwei Baureihen in einer vertreten. So könnte man es eigentlich ausdrücken, würde ich jetzt sagen. Wunderschön, wunderschön. Jetzt werden wir auch gerade ein bisschen langsam hier. Geht doch. So, dann haben wir noch 48 Kilometer bis Dresden Hauptbahnhof. Wobei wir gleich schon wieder nur 80 fahren dürfen. Und die Sonne lugt so langsam, aber sicher durch die Bäume durch. Fein. So, und denkt heute dran, heute Abend mein Livestream, so 10:30, 11 Uhr, so 22:30, 23 Uhr.
ihr Wünsche habt, schreibt sie gerne in die Kommentare beziehungsweise unter dem Community-Post, den ich heute Morgen gemacht habe. Wenn ihr da irgendwelche speziellen Wünsche habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, stimmt ab. Und dann werde ich sehen, was ich heute Abend machen kann für euch. So, möchte mal die Siefer drücken, die ist hier irgendwie so ein bisschen nervig, finde ich. Wie gesagt, wenn ihr heute Abend besonderen Wunsch habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt es unter den Community-Post und dann schaue ich einfach mal, was ich da tun kann, wenn dort ein RE auf Weiterfahrt wartet. Oh, ich bin viel zu schnell. Das ist jetzt eigentlich auch schon egal. Entschuldigt bitte, wenn das im Übrigen gerade so ein bisschen knarzt hier, zwischendurch so ein bisschen knallt. Das ist mein Controller, der ist gerade am Laden. Das Kabel ist nicht ganz so lang. Deswegen hat er schon mal öfter gegen die Tischplatte. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich denke, mehr Zug brauchen wir gar nicht zu fahren. Das ist eh gleich in 1 Kilometer so weit, dass wir noch 100 fahren dürfen. Da fahren wir mit unserem Flughafen-Express auf dem Weg zum Dresdner Hauptbahnhof, wo das Zugpersonal dann wechseln wird und den Zug dann weiter bis zum Flughafen fährt. So. Gleich wieder 120.
bisschen frische Luft hier reinlassen. Im Übrigen wünsche ich euch natürlich auf diesem Wege auch ein wunderschönes, langes Pfingstwochenende. Ich hoffe, ihr habt alle schön frei heute Morgen und Montag. Dann stehen uns noch zwei kurze Wochen bevor und dann ist der Mai auch Geschichte. Wahnsinn, dann haben wir das halbe Jahr schon wieder geschafft. Wir sind im sechsten Monat des Jahres angekommen. Unfassbar, wie die Zeit vergeht. Wunderschön. Wie gesagt, ich habe heute einfach mal klares Wetter genommen, Benutzer definiert, damit wir einfach mal einen wunderschönen Sonnenaufgang genießen können, ohne dass sich das ständig bezieht und neblig wird und so weiter. Ich finde, da kann man auch mal einen schönen Sonnenaufgang genießen. Es gibt fast nichts Schöneres. Schöner ist eigentlich nur noch der Sonnenuntergang, ist meiner Meinung nach. Wunderbar. So. Die Geschwindigkeit zu halten mit dem der Lok ist auch nicht ganz so easy. Also die 103 ist schon echt eine Herausforderung, das kann man auf jeden Fall so sagen. Bin gespannt, wie die 218 wird, wenn wir die dann endlich mal haben. Wie die zu fahren sein wird, da bin ich echt drauf gespannt. Genauso wie mit dem IC-Steuerwagen. Also das werden zwei DLCs, die, glaube ich, sehr, sehr gefeiert werden und sehnsüchtig erwartet werden. Ich glaube, das kann man wohl so sagen. Was mir auch auffällt, dass wir ziemlich wenig KI-Verkehr haben. Aber das ist wahrscheinlich der Tageszeit geschuldet. Es ist ja noch ziemlich früh, 5 Uhr gerade mal durch. Daher sind wir jetzt noch viel zu schnell.
Was ist jetzt mit dem Fahrstufenregler los hier? Was ist das jetzt? Endlich. Sache, das ist echt eine Herausforderung, die zu fahren. So, 30 Kilometer noch. Sehr, sehr schön. So, dann lassen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen rollen, würde ich sagen. Ist eh gleich 90. Brauchen wir jetzt nicht mehr beschleunigen. Aber sonst haben wir noch nicht viel KI gesehen heute. Fancy überhaupt noch nicht. So, ein bisschen gegenbremsen. Gleich 70. Mal Gleiswechsel oder was haben wir da? So, schauen wir mal, was jetzt folgt.
Ach, nur weil es eng ist, wahrscheinlich. Steile Kurve. Was für ein schönes Bild. Was für ein wunderschönes Bild. Ich kann weit nicht leider nicht weiter zurück. Das ist. Oh, so sieht es doch gar nicht schlecht aus. So sieht es doch gar nicht schlecht aus. Geil. Einfach nur geil. Wunderschön. Fast Postkassen. Mein Gott. Fast Postkarten tauglich. Wunderschönes Viadukt, ein wunderschöner Zug da hinten. Im Hintergrund die zwei Schornsteine. Das ist einfach nur wunderschön. Einfach nur wunderschön. So, dann tun wir gleich immerhin schon wieder 90. Aber das war's dann auch erstmal für die nächsten 4 Kilometer. Und darüber hinaus. Langsam kommen wir dem Ganzen dann näher. 25 Kilometer gleich noch.
120 über vor uns. Sehr schön. Wieder ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen hier. Oh, da waren die 6,12, wenn mich jetzt nicht ganz verguckt habe. Die fahren ja hier auch rum. Schon wieder 90. Die Strecke ist sehr nicht gerade schnellfahrtauglich. Das muss man auf jeden Fall mal festhalten. So, dann haben wir 20 Kilometer gleich unterschritten bis zum Dresdner Hauptbahnhof. In Gleis 3 werden wir halten. Da wird schon wieder gebaggert.
Also wir sollten in der Nähe von 80 bleiben. Weil das gleich die nächst niedrigere Geschwindigkeit ist, die gefordert wird. Das ist natürlich 2,4% Gefälle, da sollte man doch ein bisschen dagegen bremsen. So, dann lassen wir wieder die Schwerkraft arbeiten. Tut auch, wunderbar. Backup hier. Wo ist hier mal 90? Aber wirklich ordentlich Bäcker, meine Güte. Wieder ein RE.
So langsam verstehe ich auch, warum man hier nur 70 fahren darf. Es geht saisonmäßig steil bergab. Und dann sind die Kurven auch noch so steil. Wenn man dann zu schnell fährt, ist man ruckzuck entgleist. Und das will man natürlich um jeden Preis vermeiden. Und da sind die 70 hier schon sehr absolut gerechtfertigt. So, ich glaube, jetzt können wir erstmal ein bisschen Schwerkraft walten lassen. Bevor wir jetzt gleich wieder 90 dürfen. Gleich 60. Hey. Gehen wir da mal hin. Ist auch wieder so eine Kaugummi-Strecke, habe ich das Gefühl. Also echt Wahnsinn, wie sich die zieht. Oh, 120 immerhin schon wieder. Wahnsinn. Wir haben die Berg- und Talfahrt hier anscheinend überwunden.
kann man wieder ein bisschen Leistung geben. Ja. Schon wieder 100 Leute. Bei der Kurve kann man das auch verstehen. So eine Stunde sind wir auf jeden Fall unterwegs von Chemnitz nach Dresden. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Jetzt müssen wir eh gleich aufpassen, weil wir hier im Bahnhof doch relativ nah kommen, wegen Signale und so weiter und so fort. Sind wir gleich angekommen mit unserem Flughafenexpress in Dresden Hauptbahnhof, wo das Zugpersonal dann wechseln wird mit den, und den Zug weiter bis zum Flughafen fährt oder bringt, wie auch immer.
50. So, dann kommt wahrscheinlich jetzt gleich Dresden mit Dresden Neustadt. Dann Dresden Hauptbahnhof. Gehe ich jetzt einfach mal konsequenterweise von aus. So, da steht RE und eine BR 182 in Redpool. 85 in Redpool, repaint. Dampft eine 612 vor sich hin. Doppeltraktion. Mehrfachtraktion auf jeden Fall. Sagen wir mal so. Dort links raucht es aus dem Kraftwerk. Auch nicht schlecht. Sieht auch richtig schön aus. Während wir hier mit unserem Airport Express den Dresdner Hauptbahnhof einfahren. Lufthansa Airport Express. Mal schön über die Weiche.
Warum haben wir denn jetzt die Zwanse? Ach Leute, warum haben wir jetzt eine Zwanse? Zwanse. Komm. Ah. Die Zwangs habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber egal. So, sehen wir mal, was da los ist. RE gegen ein ICE, auch nicht schlecht. Das ist doch mal ein geiles Bild. Einfach nur geil. Einfach nur wunderschön. So, dann fahren wir schön hier auf Gleis 3. Wunderschön, dann hat es ja doch noch einigermaßen geklappt hier. So, halten wir hier an. Scheiß drauf. Oder auch nicht. Die Sichtwand hat nicht reagiert. Es ist echt so. Ich sag's lieber nicht.
So, ich denke, hier können wir dann aber auch anhalten. Machen den Fahrmotorlüfter aus. Die Türen auf. Dann endet unsere Schicht an diesem frühen Morgen. Und dann überlassen wir den Zug einem Kollegen hier in Dresden Hauptbahnhof. Ja, das war meine letzte Spotting-Station. Muss ganz ehrlich sagen, ein wunderschöner Bahnhof. Die nächste folgt in nicht mal mehr 20 Tagen. Sind jetzt, glaube ich, nur noch 14 oder 13 Tage bis zum 1.6.2024, an dem meine nächste Tour startet. Und ja, das war's auf jeden Fall mit dem mit der Fahrt mit unserem Lufthansa Express auf dem Weg zum Dresdner Flughafen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wie gesagt, das Repaint findet ihr auf jeden Fall im Creators Club. Gebt einfach die Baureihe 103 ein und dann findet ihr, ich glaube, auf Seite 4 oder 5 erst die Lok mit dem Repaint und dann auch die Wagen. Erste und zweite Klasse. Wie gesagt, wenn ihr Spaß daran habt, würde es mich freuen. Ja, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Denkt an meinem Livestream heute Abend. 22:30 Uhr, 23 Uhr geht's los. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt es unter den Community-Post, den ich dort heute Morgen gepostet habe. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye. Bye.